Herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen, Zuhörerinnen überall in der Welt. Wir haben ganz viele Anmeldungen erhalten aus Deutschland, aus Spanien, aus Belgien, aus den Philippinen, aus den USA, aus Kroatien, aus ganz vielen Ländern. Wir freuen uns sehr darüber. Das Thema unserer Konferenz ist Spurwechsel, Einstiege in die autofreie Stadt. Und wie gesagt, wir freuen uns, dass das Thema auf so großes Interesse trifft. Ja, also herzlich willkommen. Diese Konferenz wird organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist ein großer Träger für politische Bildungsarbeit in Deutschland. Sie setzt sich ein für soziale Gerechtigkeit, sozial-ökologische Transformation, Klimagerechtigkeit und globale soziale Rechte. Ich bin Manuela Kropp, ich bin die zuständige Projektmanagerin im Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brüssel. Ich arbeite zu den Themen ökologische Verkehrswende und Transformation der Autoindustrie. Heute unterstützt mich meine Kollegin Alexandra Speth, unsere verantwortliche PR-Managerin. Sie ist für den gesamten technischen Ablauf zuständig. Herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank im Vorhinein auch schon mal an die Dolmetscherinnen und Dolmetscher, ohne deren Arbeit diese Konferenz ja gar nicht möglich wäre. Ich bitte auch alle Referentinnen und Referenten, etwas langsamer zu sprechen während ihrer Vorträge als normal, damit ihre Rede auch gut in die anderen Sprachen übersetzt werden kann. So, warum organisieren wir diese Konferenz? Es gab am 22. Juli diesen Jahres eine gemeinsame Presseerklärung der deutschen Gewerkschaft Verdi, wo die Beschäftigten des öffentlichen Personennahverkehrs organisiert sind, und der Klimabewegung Fridays for Future. Warum? Weil sowohl Verdi als auch die Klimabewegung als auch breite Teile der Öffentlichkeit mittlerweile verstanden haben, dass Klimaschutz und eine ökologische Verkehrspolitik Hand in Hand gehen und das natürlich bedeutet, dass für die Beschäftigten im ÖPNV gute Arbeitsbedingungen herrschen müssen, es müssen vernünftige Löhne gezahlt werden, von denen man gut leben kann, es muss eine vernünftige Personalausstattung geben. Und vor dieser Herausforderung steht Verdi im Moment ganz besonders, denn es steht eine Tarifauseinandersetzung an. Da stehen wir natürlich an der Seite der Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr. Und am 18. September diesen Jahres wird es einen bundesweiten Aktionstag geben für eine ökologische Verkehrswende, organisiert von der Gewerkschaft Verdi, von Fridays for Future und von vielen zivilgesellschaftlichen Bündnissen, die sich für eine ökologische Verkehrswende einsetzen. Wir müssen also allein aus Klimaschutzgründen die Verkehrswende in den Städten vorantreiben und natürlich auch im ländlichen Raum. Der ländliche Raum darf nicht vergessen werden. Es kann nicht sein, dass Menschen, die am Stadtrand oder eben auch im ländlichen Raum leben, aufs Auto angewiesen sind. Es muss möglich sein, den ländlichen Raum wieder verkehrsmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln so anzubinden, dass man auch ruhig aufs Auto verzichten kann. Der Verkehrssektor ist leider einer der Sektoren, wo in den letzten Jahren die CO2-Emissionen gestiegen sind. Hier müssen wir also dringend umsteuern. Also trotz aller Beteuerungen unserer Politikerinnen, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten, steigen in diesem Bereich die Emissionen. In der Europäischen Union werden allein 27% aller Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor erzeugt. Und von diesen 27% werden 3/4 im Straßenverkehr erzeugt. Es ist also dringend geboten, hier umzusteuern. Und die Verkehrswende ist natürlich nicht nur eine Frage des Klimaschutzes, sondern auch eine soziale Frage. Denn Menschen mit niedrigeren Einkommen oder mit normalen Einkommen leben eben eher an lauten Straßen, an Straßen, die eben sehr vom Autoverkehr übernutzt werden, an verschmutzten Straßen, wo die Luft schlecht ist, sodass klar ist, auch allein aus sozialen Gründen müssen wir uns dieser Frage zuwenden. Was brauchen wir also? Wir brauchen in unseren Städten und auch im ländlichen Raum mehr Radverkehr, sicheren Radverkehr, mehr Fußverkehr, mehr ÖPNV in den Städten, im ländlichen Raum. Das berührt natürlich auch die Frage der Stadtplanung. Das berührt natürlich auch die Frage der steigenden Mieten in unseren Städten. Ist ja völlig klar, dass die Menschen immer weiter aus den Städten wegziehen müssen, wenn sie sich die Mieten in unseren Städten nicht mehr leisten können. Diese Fragen müssen natürlich zusammengedacht werden. Wir freuen uns sehr, dass wir vier Referenten aus zwei Städten in der EU gewonnen haben, die uns von ihren Initiativen berichten können. Das ist einmal in Madrid und in Berlin. In Madrid ist vor ungefähr 2 Jahren eine
eine Niedrigemissionszone, also eine verkehrsberuhigte Zone in der Innenstadt eingerichtet worden, um den Autoverkehr aus der Innenstadt rauszuhalten. Leider, also diese Zone heißt Madrid Zentral. Leider ist diese Zone gerade unter Beschuss geraten, weil die Stadtregierung gewechselt hat in Madrid. Da können uns Nuria und Francisco gleich von berichten. In Berlin, wo die Linke seit 2016 an der Regierung ist, ist ein Mobilitätsgesetz verabschiedet worden, wo gerade Fußverkehr, Radverkehr und auch der ÖPNV gefördert werden sollen. Darüber wollen wir heute diskutieren und natürlich wollen wir auch mit euch diskutieren, dem breiten Publikum. Dazu haben wir dann noch Gelegenheit. Wir werden am Anfang die vier Vorträge hören. Jeder Vortrag wird nicht länger als 10 Minuten dauern, damit wir dann auch noch genug Zeit zum Diskutieren haben. Ich stelle euch ganz kurz alle Referenten vor und dann legen wir los. Es geht los mit Christian Ronnenburg. Das ist der Abgeordnete der linken Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Er ist dort verkehrspolitischer Sprecher. Und wie gesagt, seit 2016 ist die Linke in Berlin in Regierungsverantwortung. Dann freuen wir uns sehr, dass Francisco Javier Calladas Zeit gefunden hat, zu uns zu sprechen und mit uns zu diskutieren. Er ist Abgeordneter für die spanische Linkspartei Unidas Podemos in der Regionalversammlung in Madrid. Wie gesagt, in Madrid ist Unidas Podemos nicht mehr an der Regierung, aber ja gerade auf nationaler Ebene. Da wird uns Francisco also berichten, welche Position Unidas Podemos zu der ökologischen Verkehrswende hat und wie sich gerade auch die Herausforderungen auf nationaler Ebene darstellen. Dann freuen wir uns sehr, dass Dennis Petri auch die Zeit gefunden hat, mit uns zu diskutieren. Er engagiert sich seit vielen Jahren in der zivilgesellschaftlichen Initiative Changing Cities in Berlin für einen sicheren Radverkehr. Und last but not least spricht zu uns Nuria Blasquez von der NGO Ecologistas en Acción aus Madrid, die, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren für die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone in Madrid kämpfen und gekämpft haben und sie jetzt auch gerade verteidigen müssen gegen Angriffe von konservativer Seite. So, wie gesagt, nochmal die Bitte an unsere Referenten, ein bisschen langsamer zu sprechen als im normalen Leben sozusagen. Und es wäre toll, wenn ihr euch an die Redezeit halten könntet, 10 Minuten. Und nach den 4 Vorträgen gibt es dann die Möglichkeit für Kommentare und für eure Fragen. So, dann bedanke ich mich soweit und gebe das Wort an Christian Ronnenburg. Vielen Dank für das Wort. Vielen Dank für die Einladung heute. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Ich hoffe, dass wir heute uns einerseits vernetzen können und auf der anderen Seite aber auch die unterschiedlichen Probleme aus den Städten reflektieren können und die Art auch, wie wir Politik in Regierung oder Opposition gestalten können im Sinne einer Verkehrswende. Ich berichte gerne darüber, was wir in Berlin bereits leisten konnten seit 2016. Dennis wird ja später noch etwas aus seiner Perspektive zu dem Prozess sagen. Also aus Sicht der Zivilgesellschaft, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ein ganz großes Projekt von Rot-Rot-Grün in Berlin beruht ja vor allem auf dem zivilgesellschaftlichen Druck, den Dennis und andere auch entfaltet haben in den letzten Jahren. Sie haben ja auch ein Bündnis gestartet, ein breites Netzwerk, um den Radverkehr in Berlin zu fördern. Und ein zentrales Ergebnis und ein zentraler Erfolg der rot-rot-grünen Regierung war, dass wir ein Mobilitätsgesetz in Berlin verabschiedet haben, das neben dem ÖPNV beispielsweise auch sehr starke Akzente, sehr starke Ziele, Ausbauziele und Maßnahmen beim Radverkehr festschreibt als Gesetz. Das ist das erste Gesetz dieser Art in Deutschland. Und wir haben in diesem Gesetz verschiedene sehr herausragende Ziele zu stehen. Ich habe heute nicht die Zeit, alles aufzuzählen. Aber letztendlich, glaube ich, kann man das auf, nochmal auf verschiedene Schwerpunkte runterbrechen. Zunächst einmal haben wir auch dank guter Steuereinnahmen in Berlin
vor nicht allzu langer Zeit noch sehr gute finanzielle Voraussetzungen dafür gehabt, beispielsweise auch beim Radverkehr sehr viel Geld zu investieren, was wir auch im Haushalt eingestellt haben. Wir haben sozusagen da große Sprünge vollziehen können auf Landesebene. Und wir haben es erst einmal auch geschafft, dass wir sowohl im Land als auch den 12 Berliner Bezirken, also auf den 12, in den 12 Berliner Bezirken, viel Personalmittel bereitgestellt haben und die jetzt auch sukzessive, also das Personal sukzessive auch eingestellt wird. Wir haben auch beispielsweise die Zivilgesellschaft insofern gestärkt, als dass wir Beratungsgremien geschaffen haben, sowohl in den Bezirken als auch auf Landesebene. Und wir haben insgesamt viel mehr Geld jetzt auch dafür bereitgestellt, dass Radwege saniert werden können, dass sie sicher umgestaltet werden können und auch noch weitere, für Berliner Verhältnisse visionäre Projekte vorangetrieben, wie beispielsweise auch die Planung von Radschnellwegen, womit wir ja auch Verbindungen schaffen werden, die es auch ermöglichen sollen, längere Strecken sehr, sage ich mal, flexibel auch sozusagen auch als beispielsweise als Pendler auch nutzen zu können, um von außen auch in die Innenstadt zu kommen und zurück. Außerdem haben wir weitere Meilensteine noch vor uns. Wir wollen zum Fußverkehr bald einen eigenen Gesetzesteil verabschieden. Das hat jetzt auch längere Zeit in Anspruch genommen. Wir haben ja gerade in Berlin sehr aktuell heute erst einen Abschnitt einer zentralen Straße in Berlin, der Friedrichstraße. Also haben wir heute einen Abschnitt eröffnet, der jetzt autofrei ist. Die autofreie Friedrichstraße polarisiert auch durchaus in Berlin. Das zeigt einmal wieder, dass natürlich die Frage der Verkehrswende immer auch natürlich mit Konflikten verbunden ist. Und wir sehr darum bemüht sind, eben auch dahingehend diese Projekte anzugehen, auch Kritiker mitzunehmen, damit wir am Ende zu besseren Ergebnissen kommen für die Bevölkerung, aber auch beispielsweise für die Wirtschaft, für Gewerbetreibende, die aktuell sehr unter strukturellen Problemen leiden. Und auch eine autofreie Straße kann ja beispielsweise zur Belebung beitragen. Sie kann mehr Aufenthaltsqualität schaffen. Und das sind Zukunftsprojekte, von denen es auch noch mehrere in Berlin gibt, die allerdings eben auch immer wieder mit Konflikten auch zu tun haben. Ich denke, darauf werden wir heute im weiteren Verlauf des Abends auch noch öfter zurückkommen. Wir haben außerdem noch weitere Meilensteine auf dem Weg bis zu den nächsten Wahlen. Wir wollen beispielsweise auch noch einen Teil zu neuer Mobilität verabschieden im nächsten Jahr. Da soll es vor allem darum gehen, wie wir mit E-Scootern, Carsharing, Leihrädern umgehen, also neue Mobilitätsdienstleistungen. Da haben wir immer so ein Für und Wider. In Berlin zum Beispiel hat die Einführung von E-Scootern einerseits bei manchen auch Begeisterung ausgelöst, bei manchen eher weniger, vor allem Ältere oder Menschen, die halt eben sich doch bevorzugt mit, also sozusagen zu Fuß, also sozusagen als Fußgänger sozusagen sich bewegen. Da kommt es oftmals zu Konflikten und wir wollen einerseits dafür neue Regeln schaffen zur Regulierung und für mehr Verkehrssicherheit, aber andererseits auch mit den Anbietern es schaffen, die Angebote auch eher in die Breite zu bringen, also da, wo sie vielleicht auch nötig sind und wo es den Bedarf gibt, das vermehrt auch zu nutzen, damit man beispielsweise auch auf den eigenen PKW möglicherweise verzichten kann. Zuletzt möchte ich einen kurzen, mal darstellen, wie die Situation auch seit Corona in Berlin aussieht. Es ist so, dass wir die Entwicklung hatten, dass der ÖPNV sehr unter den jetzigen Bedingungen ja gelitten hat, dass Fahrgäste auch den ÖPNV meiden.
Das hat auch dazu geführt, wiederum, dass der Radverkehr das sozusagen gestärkt worden ist, dass viel mehr Menschen auch Fahrrad fahren. Wir haben beispielsweise in Berlin es geschafft, sogenannte Pop-up-Radwege sukzessive auf die Straße zu bringen. Das heißt also, wir haben die Verfahren verkürzt und wollen dann diese temporären Radwege auch sehr bald auch zu dauerhaften Radwegen machen. Und genauso haben wir es auch geschafft, dass wir beispielsweise mit Unterstützung der Zivilgesellschaft gerade in der Innenstadt temporäre Spielstraßen ausweisen konnten. Das heißt also, es werden immer für einen bestimmten Zeitraum Straßen für den Autoverkehr gesperrt, damit eben beispielsweise auch diese Straßen genutzt werden können für die Kinder, für Familien, die gerade jetzt immer bezogen auch auf die Innenstadt, auch auf sowas angewiesen sind in Zeiten der Pandemie. Gerade dort war das auch sehr notwendig und ist es auch weiterhin. Wir müssen noch genauso den öffentlichen Personennahverkehr stärken. Wir haben als Berliner das Ziel, dass wir die Busflotte auf E-Mobilität umstellen. Wir stärken auch die E-Mobilität durch den Ausbau der Straßenbahn. Da setzen wir einen sehr klaren Schwerpunkt als Koalition. Außerdem sind wir gerade dabei, neue Fahrzeuge für die U-Bahn zu beschaffen. Allein in Berlin haben wir einen Auftrag ausgelöst für 1.500 neue Wagen. Wir haben auch die Kooperation mit unserem Nachbarbundesland gestärkt, mit Brandenburg, und haben da auch neue Wege gefunden, wie wir die Planungen voranbringen können zum Ausbau der Infrastruktur auf der Schiene zwischen Berlin und Brandenburg. Das Ganze nennt sich I2030. Und wir haben es auch geschafft, beispielsweise bei den Ticketpreisen für den ÖPNV Erfolge zu verzeichnen. Wir konnten das Sozialticket vergünstigen. Wir konnten auch ein neues, günstigeres Ticket für Auszubildende schaffen. Trotzdem gibt es hier große Herausforderungen, weil nicht zuletzt Corona zeigt ja, die Einnahmesituation ist auch unsicher für den ÖPNV. Deswegen haben wir als Berliner auch eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben für ergänzende Finanzierungsinstrumente für den ÖPNV. Das würde jetzt zu weit führen, alle Modelle hier zur Diskussion zu stellen. Ich will es mal kurz umreißen. Es geht im Wesentlichen um drei Modelle. Das eine ist, dass eine Umlagefinanzierung analysiert wird. Das heißt, es gibt dort verschiedene Modelle, wie zum Beispiel ein allgemeines Ticket für alle Bürger, dass sozusagen alle eine Umlage zahlen, unabhängig davon, ob sie den öffentlichen Personennahverkehr nutzen oder nicht. Das ist natürlich auch eine kontroverse Diskussion, die wir da führen. Es gibt dort auch das Modell, dass beispielsweise Touristen eine Abgabe zahlen, wofür sie dann im Gegenzug eine Tageskarte bekommen sollen für Berlin und Brandenburg. Dann gibt es außerdem noch Diskussionen darüber, ob vor allem Nutznießer den ÖPNV finanzieren sollen. Also drei Modelle sind es da im Wesentlichen: Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe und Übernachtungsbetriebe. Und dann gibt es zuletzt auch noch sage ich mal, ein Modell einer City-Maut. Das heißt also, es gibt dort auch die Überlegungen, dass man für die Einfahrt in den Innenring, in die Innenstadt von Berlin, eine Gebühr zahlen soll. Und das ist letztendlich auch eine kontroverse Debatte. Es geht ja auch darum, dass sozusagen dann Menschen, die außerhalb der Innenstadt wohnen, letztendlich dann ja für Ein- und Ausfahrt etwas zahlen müssten. Das ist keine einfache Diskussion und es gibt auch genauso auch das Modell, dass Parkgebühren erhöht werden sollen und ja, dass man dadurch, also durch diese Modelle, neue Finanzierungsinstrumente schafft, um den ÖPNV weiter ausbauen zu können, weil es eben massive Investitionen benötigt, damit wir hier weiter vorankommen. Und damit Christian, ende ich. ja, vielen Dank, Christian. Danke, du hast genau die
10 Minuten getroffen. Herzlichen Dank für deinen Vortrag. Dann gebe ich jetzt gleich rüber an Francisco Javier Canals, der die Position von Unidas Podemos darstellt. Buenas tardes. Antes de nada, quiero agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo por la invitación a participar en esta conferencia y generar estos espacios de red a nivel internacional. Gracias, Manuela, por todo el difícil trabajo de coordinar esto a pesar del verano de por medio. Y gracias especialmente a la persona que va a traducirme. El nombre de la conferencia me parece que es sumamente simbólico. Primeros pasos hacia las ciudades sin coches. Como sociedad, llevamos mucho tiempo dando pasos en un sentido completamente opuesto. Las ciudades han seguido un urbanismo vertebrado por el uso del vehículo privado como prioridad. El coche privado ha sido el gran mimado de las ciudades modernas, tanto a la hora de diseñar la forma de movilidad como a la hora de ocupar el espacio público. En España, y más concretamente en Madrid, el golpe de la pandemia del COVID-19 ha sido un punto y aparte de esta situación. Mucha gente ha sido consciente de que se había construido en torno a sus viviendas. Cuando hemos estado confinados y podíamos salir un tiempo limitado en nuestras áreas, veíamos cómo los vecinos recuperaban el espacio público ahora sin coches. Veíamos cómo las calles e incluso las carreteras ahora peatonalizadas se llenaban de vida, de gente paseando o haciendo deporte, circulando en bicicleta, y cómo se genera en ese momento una receptividad a un cambio en la forma en que vivimos en nuestras ciudades. Y si bien ya venían dándose pasos en este sentido, como el empuje de proyectos como es Madrid Central o las zonas de baja emisión de Barcelona, incluso en otros sitios como Logroño, que son menos conocidos, ahora esos pasos pueden convertirse en zancadas. Yo ahora me voy a centrar un poco en la situación actual general de Madrid, ya que soy diputado en esta comunidad y es donde estoy centrado. En Madrid partimos de una realidad que me gustaría desgranar en dos puntos principales, pero que están totalmente relacionados entre sí. El primero es que tenemos un alto nivel de contaminación atmosférica. Y el segundo es el desarrollo urbanístico a nivel de región, que es sumamente desigual. Sobre el primer punto, en la Comunidad de Madrid estamos a la cabeza de las ciudades con peor calidad de aire de Europa. Y la causa está clara, el tráfico de combustión de carburantes fósiles y los niveles de dióxido de nitrógeno que alcanzamos aquí. Este contaminante que afecta principalmente al sistema respiratorio y produce efectos como que en Madrid esté a la cabeza en el ranking de niños con asma de España y que en España mueren prematuramente 7.000 personas al año. Esos son los datos que tenemos. Durante el confinamiento, en todo el planeta, lógicamente, hubo una reducción en los niveles de agentes contaminantes. En España, de media, fue de un 50%, en Madrid también, se mejoró la calidad del aire a un nivel que no se veía desde hace años. Y esto es completamente normal. Y esto tiene una lectura positiva y una lectura negativa. La parte negativa es que esta medida es completamente reversible y de hecho ya hemos vuelto a los niveles previos de contaminación a la pandemia. La parte positiva, pues es precisamente esa reversibilidad que hace que mucha gente sea consciente de que tomando ciertas medidas se puede mejorar la situación que tenemos. Mucha gente en Madrid veía cómo desaparecía la boina negra de contaminación que tenemos encima y ha dicho, pues no quiero seguir viviendo en una ciudad donde se respira este tipo de aire. Y como dije antes, se abre una ventana de oportunidad para realizar y proponer políticas que mejoren la calidad de nuestro aire y otra forma de vivir en nuestras ciudades. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué plantea la derecha ante esta situación? Bueno, aparte de la lucha política y jurídica que ha dado contra Madrid Central, viene con propuestas. Viene con propuestas como plantear que la solución de manera principal es la implantación y el desarrollo del vehículo eléctrico, principalmente con inyecciones de dinero público a las empresas a través de ayudas a la compra. Nosotros no dudamos que el vehículo eléctrico o que iniciativas como el vehículo compartido pueden ser muy buenos complementos para mejorar la calidad de nuestro aire, pero esa no puede ser la alternativa a una nueva movilidad. Y aquí quisiera meterme en el siguiente punto, que es el de la desigualdad territorial, el de la falta de sostenibilidad en esta solución. Dos datos. En Madrid hay 2,5 millones de desplazamientos al día,
con una ocupación que no llega a dos personas por vehículo. Y evidentemente esto no es ni viable ni sostenible, el sustituir toda esa flota de vehículos de combustión fósil por una flota de millones de vehículos eléctricos. Eso es no tener en cuenta que el planeta no es un banco de recursos ilimitados donde se pueden seguir extrayendo recursos sin fin, y desde luego entender que el planeta no es un lugar donde se puede seguir generando basura para enterrarla bajo nuestro suelo. Otro dato, la media que se tarda en Madrid en ir a trabajar es de una hora. Y esto socialmente es un desastre. Nosotros creemos que es fundamental un cambio en la estructura, en cómo nos movemos, y esto pasa por un cambio en la forma en la que estamos y vivimos en nuestras ciudades. Y entramos de lleno en el siguiente punto, que es la desigualdad territorial en nuestra región. Algunos puntos que creemos que son clave. El vehículo privado de combustión, como hemos dicho, ha sido el gran protagonista. Todo ha girado en torno al coche. Tanto la forma de desplazarnos, que es además la más cara, la más contaminante y, como hemos visto, la socialmente peor. Y de esto también nos dimos cuenta, sobre todo, como hemos dicho, durante la etapa del confinamiento, cuando salíamos de nuestras casas y pudimos ver nuestros barrios de otra manera. Y antes de la pandemia, muchas de las zonas beneficiadas por Madrid Central, que tuvieron, por ejemplo, aparte de los comerciantes en contra, cambiaron de opinión cuando veían que este tipo de medidas les beneficiaba económicamente. El otro punto que nos afecta muy negativamente es la forma de transporte público radial que tenemos en nuestra región. Nuestra región está conectada desde la periferia hacia el centro, pero está completamente desconectada entre sí en la propia periferia. Hay distancias que en coches las puedes hacer en 15 minutos, pero que en transporte público, sin embargo, se tarda una hora y media. Aquí para nosotros es clave el desarrollo de un sistema potente de transporte público colectivo en nodos, que no deje a nadie desconectado, que haya un abono social, dada la situación tan alta de paro que nos golpea a raíz de la crisis, avanzar en el billete intermodal, que cada vez se va dando más, el fomento, claro, de la bicicleta, extender el servicio de bicicleta pública más allá de la Almendra Central de Madrid. Y para esto hace falta invertir y tener voluntad política. Es un proceso que no es fácil, como se vio en la implementación de Madrid Central, con la batalla política y ahora jurídica que está dando la derecha, pero es fundamental ir fomentando estas nuevas formas de desplazamiento sostenible y socialmente más justas. Y aquí nos encontramos con el tercer punto que es clave, y es la ausencia de un plan regional de urbanismo, un plan que le dé sentido a la manera en la que se desarrollan las ciudades y, sobre todo, que se haga poniendo el acento en las necesidades sociales. Durante años se ha hecho exactamente lo contrario. Se ha ido funcionando a golpe de las necesidades de la iniciativa privada. Esto es, de las necesidades de las constructoras, de las inmobiliarias y de los múltiples negocios que se han ido sacando con el lucro privado de la construcción por encima de qué tipo de ciudad era socialmente más adecuado para vivir. El resultado, pues que Madrid es una región de las más ricas, pero a la vez de las más desiguales. En la ciudad de Madrid hay diferencias de esperanza de vida de hasta 10 años dependiendo del barrio en el que vives. Tenemos una región que ha crecido de forma dispersa, con entornos con muy baja densidad, donde el transporte público no se ha fomentado, con esa desconexión de la periferia de la que hablaba. El transporte público ha caído de un 32% a un 24%, y el uso del vehículo privado, sin embargo, ha subido de un 28% a un 39%. Nosotros tenemos que poner el ojo en modelos como el de las ciudades de 15 minutos. Tenemos que apostar por el incremento de zonas de baja emisión, como lo que fue Madrid Central, pero con proyectos aún mucho más ambiciosos. Madrid Ciudad está dividido en 21 distritos y Madrid Central está presente básicamente en uno, por lo que es clave ampliarlo al resto de la ciudad. Y una cosa que tenemos que tener clara, y es que estas medidas han llegado para quedarse. Mejoran no solamente la calidad de nuestro aire, sino que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía. Y no es casualidad que la manifestación en defensa de Madrid Central fuera la movilización más grande en Europa por la limitación del coche privado. Acabo aquí y quedo a vuestra disposición para cualquier duda o apunte. Ja, vielen Dank, Francisco, für deinen sehr interessanten Vortrag. Ich stimme dir absolut zu. Wir brauchen in noch viel mehr Städten verkehrsberuhigte Zonen, um unsere Städte wirklich lebenswert zu machen oder noch lebenswerter. So, als nächstes erhält das Wort Dennis Petri von der Initiative Changing Cities. Schönen guten Abend allerseits.
Vielen Dank. Nochmal direkt auf die nächste Folie gehen vielleicht. Wir von Changing Cities betreiben Verkehrswende von unten und letzten Endes stehen wir einer, ist diese Zeichnung aus dem Jahr 2013, ist sie, glaube ich, immer noch sehr aktuell. Wir sehen hier symbolisch die Aufteilung des öffentlichen Raumes. Eigentlich ist das noch viel zu optimistisch für den Umweltverbund gerechnet, denn zum Beispiel in Berlin stehen dem motorisierten Individualverkehr im Wesentlichen rund 2/3 der öffentlichen Verkehrsfläche zur Verfügung. Wir sehen also, wir haben ein sehr ineffizientes System, aber dieses System ist der Ausdruck eines gesellschaftlichen Machtverhältnisses und dieses gesellschaftliche Machtverhältnis sorgt dafür, dass viele Menschen auf das Auto angewiesen sind oder zumindest davon überzeugt sind, dass sie dies tun. Und wenn man Verkehrswende von unten betreibt, dann geht es uns um die Überwindung der Angewiesenheit aufs Auto und des Gefühls, dass man das braucht. Christian Ronneburg, können wir die nächste Folie haben? Christian Ronneburg hat ja schon dankenswerterweise herausgestellt, die Rolle der Zivilgesellschaft beim Umbau Berlins. Wir haben tatsächlich angefangen vor rund 5 Jahren mit der Idee eines Volksentscheids für ein Gesetz, das Berlin zur Fahrradstadt umbaut. Viele Teile dieses Gesetzes sind tatsächlich auch jetzt im Mobilitätsgesetz eingeflossen. Unser Hintergedanke war damals, dass wir wollen, dass alle sicher und entspannt Rad fahren können. Und mit alle meinen wir nicht diejenigen, die jetzt schon Rad fahren, sondern wir meinen diejenigen, die wir zum Radfahren verführen wollen. Ältere Leute, Eltern mit Kindern, Menschen, die umsteigen. Oder wir möchten eine Infrastruktur schaffen, die Menschen dazu bewegt, umzusteigen aufs Fahrrad. Ja, das Mobilitätsgesetz, also mit dieser Idee für ein Plebiszit haben wir es geschafft, 2016, kurz vor der Wahl, innerhalb weniger Wochen über 100.000 Unterschriften zu sammeln. Viele der Punkte, die wir in unserem Fahrradgesetz haben, sind nun auch Teil des Mobilitätsgesetzes geworden. Christian Ronneburg hat darauf hingewiesen, das Gesetz ist sehr ambitioniert. Bislang sehen wir allerdings noch, dass die Umsetzungsgeschwindigkeit noch nicht mit den Ambitionen und diese Ambitionen, muss ich dazu sagen, entsprechen ja den klimapolitischen und auch gesellschaftlichen Notwendigkeiten. Also die Umsetzungsgeschwindigkeit ist da noch lange nicht auf dem Maße, wie sie notwendig und wünschenswert wäre. Trotz alledem haben wir als Zivilgesellschaft eben für dieses Mobilitätsgesetz Pate gestanden. Es wird derzeit erweitert um Teile für den Fußverkehr. Christian Ronneburg hat das schon angedeutet. Als zivilgesellschaftliche Initiative haben wir damit gezeigt, dass Verkehrswende von unten betrieben werden muss. Verkehrswende muss aus der Zivilgesellschaft heraus betrieben werden, denn sowohl Parteien als auch insbesondere Verwaltungen sind ja auch Abbild der Machtstrukturen, die wir auf den Straßen wiederfinden. Man hat dort sehr häufig im Wesentlichen Reproduktion des Bestehenden, höchstens graduelle Weiterentwicklung. Dieses Beispiel, die Verkehrswende von unten, die Radverkehrswende von unten als Plebiszit voranzutreiben, hat inzwischen Schule gemacht in Deutschland. Es gibt über 35 Initiativen in verschiedenen Städten und Bundesländern, die Ähnliches angegangen sind. Sie alle waren in dem Sinne erfolgreich, dass sie innerhalb kürzester Zeit die dort benötigten Unterschriften für das jeweilige Quorum zusammenbekommen haben und dass sie dieses Mittel der direkten Demokratie mit dem Mittel der direkten Demokratie stadtpolitisch Agenda-Setting betrieben haben. In all diesen Städten gibt es inzwischen eine Weiterentwicklung. In all diesen Städten müssen wir aber auch feststellen, dass der Weg zur Fahrradstadt immer noch an sehr vielen Stellen blockiert wird. Trotz alledem zeigt es, dass man mit guten Aktionen, mit guten Ideen, mit
einem schlagkräftigen Team aus der Zivilgesellschaft und vor allem, da wir die Argumente auf unserer Seite haben und da wir auch sehen, dass viele Bürgerinnen und Bürger genau das wünschen, in den Städten etwas bewegen kann. Ich möchte ganz kurz eingehen auf unsere Formate und Aktionsformen. Zunächst nochmal zu den Ratentscheiden selber. Wir haben uns zu einem Bündnis zusammengeschlossen und werden nächste Woche übrigens auch unsere bundespolitischen Forderungen präsentieren. Wir arbeiten sehr stark mit Aktionen. Eine sehr wichtige Aktionsform, die wir leider immer wieder aufrufen müssen, ist die Mahnwache für getötete Radfahrerinnen und Radfahrer. Wir versuchen, diesen Menschen damit ein Gesicht, eine Würde auch zu geben, denn sonst sind sie nur Nummern in der Statistik. Und das Thema Verkehrssicherheit treibt uns um. Das Thema Verkehrssicherheit bewegt viele Menschen. Viele Menschen sind negativ von den Auswirkungen des Kraftverkehrs betroffen, nicht allein durch die Luftverschmutzung, sondern direkt im täglichen Straßenverkehr durch beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verletzungen, motorisierte Gewalt. Und diesen Konflikt, den müssen wir und den rufen wir immer wieder auf in der Stadtgesellschaft, gerade erst jüngst. Da haben wir einen Forderungskatalog veröffentlicht, der durchaus auch radikale Forderungen enthält, wie zum Beispiel die Außerbetriebnahme von Straßen nach tödlichen Unfällen, weil diese Systeme sind immanent unsicher. Wir betreiben ein Verkehrssystem, das immanent unsicher ist und das Tote produziert. Das muss man immer wieder sagen und das ist etwas, das wird in keinem anderen gesellschaftlichen Bereich erlaubt. Zentral ist uns immer zu zeigen, ja, alle Ratentscheide haben es geschafft, eine starke Bildsprache zu entwickeln. Zentral ist uns immer zu zeigen, zu versuchen zu zeigen, in wenigen, welche Verhältnisse wir vorfinden und wie wir sie gerne hätten. Das sind sozusagen so Vorher-Nachher-Bilder. Dieses Bild ist natürlich gestellt, aber es ist eine Situation der Menschen auf dem Fahrrad, insbesondere auf deutschen Straßen, täglich ausgesetzt sind. Diese Führungsform gibt es überall in Deutschland und sie ist eigentlich eine Infrastruktur für den Autoverkehr, keine für den Radverkehr. Denn es folgt der Ideologie, dass möglichst viele Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge über eine Kreuzung fahren müssen. Dieses Bild drückt dieses sehr gut aus. Zeigen wir, wie wir es uns wünschen. Das ist direkt ein Veranstaltungshinweis. Am Wochenende, 19. 20. September, ist bundesweit, aber wir freuen uns auch über Aktionen in anderen europäischen Städten oder weltweit, ist ein bundesweites Aktionswochenende mit der Critical Mass. Eine angemeldete Fahrraddemonstration für Kinder vor allem. Man zeigt, wer eigentlich die Straßen erobern muss. Und für eine Verkehrswende, für auch eine autofreie Verkehrswende, müssen wir, wenn wir sie in der Zukunft haben wollen, jetzt anfangen, Kinder ins Fahrradfahren zu sozialisieren. Eltern müssen mit ihren Kindern Fahrrad fahren können und alle müssen sich gut dabei fühlen. Es muss sicher sein und sie müssen sich sicher fühlen. Genau das ist, was wir wollen. Und das ist das, was man mit dieser Aktion auch sehr gut symbolisieren kann. Wer selber eine Critical Mass anmelden will, kann das also auch auf der bundesweiten Aktionswebsite eintragen, kinderausrad.org. Ich möchte noch einen kurzen Ausblick geben, was wir jetzt in Berlin planen. Wir haben ja mit dem Ratentscheid vor der letzten Wahl bereits eine ganz wesentliche Diskursverschiebung eingeleitet. Hin zum Vorrang für den Umweltverbund, wie er jetzt auch im Mobilitätsgesetz zumindest auf dem Papier festgeschrieben steht. Wir haben dafür gesorgt, dass Berlin bis 2030 zur Fahrradstadt ausgebaut werden soll. Aber Mobilität ist noch viel mehr. Und mein Vorredner hat auch darauf hingewiesen, hat auf Barcelona hingewiesen, auch auf Madrid. Es geht darum, die Straßen, insbesondere auch in den Wohngebieten, zu öffnen. Zu öffnen für den Radverkehr, für den Fußverkehr, für Kinder. Wir nennen dieses Konzept Kiezblocks. In Berlin heißen Blöcke oder Gebiete um bestimmte Straßen Kieze. Der Name Blocks, den haben wir uns aus Barcelona ausgeborgt. Und wir arbeiten im Moment eine Kampagne aus, wie wir bis zur nächsten Abgeordnetenhauswahl auch hier wieder mittels direktdemokratischer Instrumente einen entsprechenden Druck aufbauen, dass die Schaffung autofreier und autoarmer Kieze, von Kiezen ohne Durchgangsverkehr in ganz Berlin
also von den Rändern bis in die Mitte, überall in der Stadt, dass das politisches Programm in den Bezirken und auch auf der Landesebene für die nächste Legislaturperiode wird. Es gibt einen internationalen Aktionstag, den Parking Day, der dritte Freitag im September. Dort wird an vielen Orten in der Stadt, in Berlin, aber auch an vielen Orten andernorts, machen Menschen für einige Stunden Parkplätze zu Wohnzimmern. Es ist eine subversive Aktionsform, man kann das aber auch anmelden und zeigen, was mit dem Platz, der im Moment von parkenden Fahrzeugen eingehalten wird, eingenommen wird, gemacht werden kann. Wir fordern zusammen mit anderen Organisationen, dass in Berlin jedes Jahr 60.000 Parkplätze umgewandelt werden. Und der Parking Day ist ein Tag im Jahr, wo wir symbolisieren und zeigen können, was man mit diesem Platz anfangen kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dennis, auch für die Hinweise auf die anstehenden Aktionen und auf die verschiedenen Aktionsformen, die ihr euch gewählt habt. Und jetzt gebe ich das Wort, last but not least, an Nuria Blasquez von Ecologistas en Acción aus Madrid. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme, gracias a los intérpretes y gracias a todo el mundo que está escuchando esta tarde de viernes aquí. Me pidió Manuela que hiciera una presentación en la que me centrara sobre todo en Madrid Central y en el papel que ha tenido mi organización, que se llama Ecologistas en Acción, que realmente ha sido fundamental. No sé si esto es bueno o es malo, pero sí que creemos que ha sido importante que haya habido una organización, no una solo, sino muchas organizaciones de la sociedad civil que se hayan apropiado de esta medida, la hayan hecho suya y la hayan defendido en la calle, en las redes sociales y también en los juzgados, como os voy a tratar de explicar a continuación. Es como está diciendo, yo voy a centrarme sobre todo en el que ha tenido mi organización, que ha sido Ecologistas en Acción, en la defensa de esta medida que es una zona de emisiones. Madrid Central ha tenido mucho éxito. Hasta el comienzo de Londres, de la zona de bajas emisiones de Londres, era la zona de bajas emisiones más eficiente en Europa, porque había conseguido hasta un 30% de reducción del dióxido de nitrógeno, que es el contaminante principal que se deriva del tráfico rodado. Londres ha conseguido una reducción mayor ahora porque la reducción de Madrid ha bajado un poquito hasta el 22%. Aún así, es algo muy eficiente y podemos hablar que es una de las zonas de bajas emisiones más eficientes de Europa en cualquier caso y destaca entre las capitales junto a Londres. O sea, que sería una zona de bajas emisiones ejemplar, a pesar de ser muy pequeña, que solo tiene 5 kilómetros cuadrados, pero las restricciones que hay dentro de este área son bastante, bastante exigentes. Prácticamente solo los vehículos cero emisiones circulan y aparcan sin restricciones. Después se permite el acceso de otro tipo de vehículos más contaminantes en ciertas ocasiones o pueden aparcar durante un tiempo limitado, pero con esa restricción se ha hecho que se disminuya considerablemente el tráfico, hasta tal punto que las emisiones contaminantes han disminuido hasta un 22% ahora mismo. A pesar de esto, bueno, y es cierto también de la sociedad civil, que poco después de que se pusiera en marcha la zona de bajas emisiones, cambió el gobierno municipal de Madrid. Había un gobierno de un grupo de izquierda próximo a Podemos, pero el cambio se produjo hacia la derecha, ¿no? Una derecha que además está apoyada por otra derecha, o sea, bastante derecha. Y una de las promesas del alcalde era quitar Madrid Central, ¿no? Había sido un símbolo político, desafortunadamente, ¿no? Tiene mucha importancia cualquier cosa que se haga en Madrid, lo cual tiene
porque ha permitido que este debate se instaure en toda España, no solamente en Madrid, sino que se comience a hablar de zonas de emisiones y que el gobierno lo haya incluido como un punto importante para implementar en todas las ciudades en la ley de cambio climático, que será obligatorio en los próximos años la implantación de estas zonas de bajas emisiones. Pero como contrapartida hubo, todavía hay, una batalla con esta herramienta, ¿no? Que desde los grupos de la derecha se entendió que era como un ataque a la libertad de ir en coche, cosas así, bastante razonables, porque en realidad era una medida para respirar mejor y para proteger la salud de la ciudadanía. Afortunadamente, la ciudadanía entendió que esta medida, la zona de bajas emisiones, era para ellos, para mejorar su salud, proteger a la infancia, proteger a las personas más vulnerables y a todo el público en general. Y conseguimos algo que era impensable. En Ecologistas en Acción llevamos 20 años trabajando en temas de calidad del aire, en particular en Madrid, y nunca habíamos conseguido hacer una manifestación importante ni nada. Hacíamos concentraciones con 20 personas, todos de Ecologistas en Acción normalmente. Y esta es una imagen de la manifestación que hubo masiva de miles de personas el año pasado, en junio, en unas condiciones de ola de calor con 40 grados, que era muy difícil salir a la calle. Y a pesar de eso, la gente salió para reivindicar que querían que se mantuviese esa zona de bajas emisiones, incluso con el gobierno conservador. Pero, bueno, aquí es que intentáis, es, podéis verlo, el Martínez Almeida es el alcalde actual y el de la derecha, que decía que revertiría esta zona de bajas emisiones lo antes posible, y había hecho una batalla incluida. En Ecologistas en Acción, desde siempre, solemos batallar también en los tribunales, lo que no podemos conseguir de otra manera, y estamos ahora mismo inmersos en 9 casos judiciales por proteger Madrid Central. Esto ha sido fundamental. O sea, la sociedad civil ha colaborado en no solamente Ecologistas en Acción, hemos sido capaces de que, la sociedad civil ha heredado este proyecto, pero aquí quizá nuestro papel como Ecologistas en Acción es fundamental, porque somos los que conseguimos seguir estando en todas estas causas judiciales que ahora mismo son las que están permitiendo mantener Madrid Central. Manuela comentó que se había revocado, no se ha revocado, hay una sentencia, pero no es firme. Es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nosotros vamos a recurrir próximamente al Tribunal Supremo, que será el que tenga que establecer una sentencia firme. Fingers crossed, porque no sabemos qué va a pasar, pero esperamos que esto se mantenga. Sería absolutamente ridículo y esperemos que la SA, que tenga que hacerse cargo de este caso, entienda que esta medida se tiene que mantener. La cuestión es una cuestión burocrática bastante ridícula, porque dicen que no hubo participación ciudadana en Madrid Central, y realmente sí que la hubo. De hecho, nosotros, y una de las cosas que fomentó la movilización ciudadana, la consulta pública que se hizo, estaba teniendo tanto eco en el ayuntamiento que había muchas propuestas para quitar ambición a la medida de Madrid Central que se huyeron, desafortunadamente. O sea, Madrid Central iba a ser una zona cero bajas emisiones y al final hay muchas excepciones, por ejemplo. También se escucharon otras alegaciones que eran positivas, pero bueno, en general hubo una consulta pública muy extensa, tan extensa que hubo cambios considerables, y es lo que parece que alegan, que bueno, no sé, es una cosa un poco ridícula, no me voy a extender en esto, pero esperamos que el Tribunal Supremo de España no le dé la razón a este juez, y Madrid Central siga en marcha en los próximos meses. Bueno, nosotros antes de conocerlo fue justo cuando hablamos de julio, lo que nos estaba preocupando era pasar al volver a la normalidad en España,
porque también en Madrid, creo que en todo el mundo, pasa que ahora mismo la gente no quiere viajar en transporte público, o gran parte de la gente no quiere viajar en transporte público, y parece que hay movimiento hacia el uso del coche, ¿no? Mucha gente que iba en transporte público ahora se mueve en transporte privado, en coche. Por desgracia, en España en general y en Madrid en particular, la implantación de la bicicleta es mínima, es casi insignificante y no aumenta suficientemente como lo debería hacer. Lo que vemos que sí que aumenta es la contaminación. No hemos llegado todavía a los niveles de antes del confinamiento y antes de toda la pandemia, pero estamos en ello. O sea, en agosto, estos son los datos de agosto, que es un mes en el que en Madrid vacío, y además este año no ha habido turistas, con lo cual ha habido muy poco tráfico. Se han registrado niveles de contaminación que están aquí, que son casi similares al de en los años anteriores. En septiembre va a ir poco a poco empezando las escuelas y alguna gente va a empezar a hacer trabajo presencial, esperemos que no mucha, pero los datos que tenemos del tráfico actual, estos son del el 31 de agosto, cuando ya más o menos empezó una actividad casi normal, es que está por debajo el tráfico de lo normal, pero que está también muy por debajo es la gente que está usando el transporte público en Madrid y que está aumentando más el tráfico rodado que los viajeros del transporte público, en este caso los datos del metro. No tenemos, el ayuntamiento no está ofreciendo buenos datos del transporte público en este momento para compararlo. Y esta es nuestra preocupación, ¿no? Que por un lado, Madrid Central ahora mismo todavía, a pesar de ser una de las zonas de las regiones más eficientes en Europa, está en peligro. Y por otro lado, tenemos que, por causa de la pandemia de COVID, ahora puede que la situación empeore. Esperemos que no se unan las dos cosas, que no desaparezca Madrid Central y además haya mucha gente yendo en coche y poca gente yendo en transporte público, porque esto sería un desastre y probablemente tendríamos una emergencia de salud pública debido a la contaminación. Además, en invierno en Madrid, por las características atmosféricas, se suele concentrar la contaminación. Noviembre podría ser horrible. Desde Ecologistas en Acción, lo que creemos es otras formas de moverse que no sean en coche. Nuestra propuesta ahora es que ahora lo que deberían comprarse, hemos estado dominados nosotros mucho tiempo. Ahora lo que debería confinarse serían los coches, darle paso a las personas, al transporte público, a las bicicletas y al espacio para caminar. Dejar ese espacio que, como en Madrid, como en Berlín, está dedicado a los coches, dedicado a las personas. Y por último, muy breve, necesitamos dar un impulso al transporte público para que haya medidas y el transporte público sea seguro, además lo parezca, y que la gente quiera seguir utilizando este transporte público. Pues muchas gracias. Yo ahora estaré a disposición para si queréis preguntas durante el debate. Ja, vielen Dank, Nuria, auch für die interessante grafische Darstellung und vor allen Dingen auch die Erklärung, wie sehr sich die Luftqualität verbessert hat, als Madrid Central aktiv war und wie sie sich jetzt eben verschlechtert hat durch die Angriffe von konservativer Seite. Es gibt eine Frage aus dem Teilnehmerinnenkreis. Ich werfe die mal in die Runde und wer von euch antworten möchte, gibt bitte ein Zeichen. Und zwar bezieht sich die Frage auf das Wort Autounfälle. Also die Frage ist auf Englisch gestellt worden, Accidents. Und der Teilnehmer schreibt, eigentlich dürften ja Autounfälle oder Unfälle gar nicht Unfälle genannt werden, weil sie ja vermeidbar sind. Also das bezieht sich so ein bisschen auf das, was Dennis gesagt hat zum Thema motorisierte Gewalt, unter der Fußgänger und eben auch Radfahrer oder eben überhaupt die Schwächeren im Verkehrsgeschehen ja leiden. Und ja, der Punkt ist, darf man es eigentlich Unfall nennen, wenn es dann vermeidbar ist? Wer möchte denn von euch darauf antworten oder das kommentieren? So, ich bin wieder da. Ja, jetzt bist du besser zu hören. Hm? Okay, das ist vollkommen richtig ausgedrückt. Der Unfall im Englischen Accident, dort gibt es diese Diskussion schon länger.
dass man über Crashes spricht im Deutschen. Fängt das langsam an, dass wir darüber sprechen? Wir als Changing Cities verwenden diesen Ausdruck nur noch sehr selten, sondern sprechen tatsächlich entweder im Vorfeld, Zusammenstößen oder im Falle auch zum Beispiel bei den Raserinnen und Rasern, die häufiger solche Zusammenstöße in Berlin in jüngster Zeit verursacht haben, passiert da Gewalt. Weil das ist das letzte Endes. Am Ende eine Zero-Strategie einzufordern, die tatsächlich mit konkreten Zwischenschritten diesem Ziel Null schwere und getötete im Straßenverkehr näher kommt. Nicht nur bei Rad- und Fußgängern, sondern auch bei den Autofahrerinnen und Autofahrern. Okay, danke, Dennis. Ich ermuntere unsere Teilnehmerinnen gerne noch Fragen in den Chat zu schreiben oder auch in die Rubrik Q&A, wer das gerne möchte. Ich hätte noch eine Frage an Christian. Christian, aus deiner Erfahrung jetzt als verkehrspolitischer Sprecher im Berliner Abgeordnetenhaus, was könntest du denn jetzt zum Beispiel für Tipps und Hinweise geben an andere linke Parteien in Europa oder auch weltweit, die sich vielleicht auch so etwas wie ein Mobilitätsgesetz vornehmen und dann natürlich an der konkreten Umsetzung arbeiten müssten? Was hättest du denn da für Tipps? Okay, also du fragst nach Tipps. Also ich glaube, das Erste, also würde ich allgemein sagen, ist natürlich eine Offenheit erstmal für den Diskurs und eine Beförderung des Diskurses. Denn ich glaube, auch als Linke in Berlin war es für uns auch ganz entscheidend, dass wir uns wirklich auch diesen Diskursen geöffnet haben und es jetzt auch mal weitermachen. Bezogen auf Berlin beispielsweise haben wir als Linke ja die Situation, wir sind gemeinsam in einer Koalition mit den Sozialdemokraten, die eher konservativ auch, also manche Teile jedenfalls auch eher konservativ oder in die sogenannte Mitte hin tendieren und eine starke grüne Partei, die das Thema sozusagen auch für sich reklamiert, das Thema sozusagen Verkehrswende und Förderung des Umweltverbundes. Und wir als Linke schreiben uns ja auf die Fahne, also in Berlin zumindest ja auch zu einem großen Teil, dass wir ja eben die Ökologie mit der sozialen Frage verbinden wollen. Das heißt also, für uns ist ja immer auch nochmal insofern ein Unterschied beispielsweise zur Grünen Partei, dass wir verschiedenste sozusagen Anforderungen versuchen miteinander zu verbinden. Das heißt also, wir sehen oftmals auch in dem Diskurs, dass die Grünen vielleicht manchmal schneller etwas fordern können, wo es um Restriktionen geht, wohingegen wir auch eine, sag ich mal, Wählerbasis auch in Berlin haben, die in gleichem Atemzug aber auch von unserer Partei sehr stark einfordert, dass wir auch darüber nachdenken, wie wir die Angebote im Umweltverbund weiter stärken und dass wir diese Themen gemeinsam denken und es auch gemeinsam voranbringen. Und insofern, glaube ich, als sozusagen als Hinweis haben wir, glaube ich, auch als Linke es, sage ich mal, geschafft oder schaffen es weiterhin, diese unterschiedlichen auch Ansprüche produktiv zu machen. Und da dürfen wir nicht nachlassen. Und wir müssen wahrscheinlich auch durchaus noch Forscher werden insgesamt, damit wir eben wirklich eine Zukunftsperspektive für ein lebenswerteres Berlin für alle voranstellen und dabei aber auch immer mit betonen, dass wir dabei alle mitnehmen wollen. Denn ich glaube, was ich jetzt zum Beispiel aus Madrid gehört habe, das ist natürlich ein Rückschlag, also nicht falsch verstehen, aber es ist jetzt sozusagen ein Rückschlag. Eine konservative Partei kommt wieder in einer großen Stadt an die Macht und versucht, Erfolge zurückzudrehen. Und ich stelle mir das so vor, gerade in Berlin, wir haben das Mobilitätsgesetz geschaffen, alle drei Parteien in der Koalition können weiterhin nach den Umfragewerten weiterhin miteinander regieren. Aber wer weiß, was später kommt und ob nicht doch einmal vielleicht auch wieder konservative Stimmen, sage ich mal, mehr werden als
Berliner müssen wir, wie gesagt, darauf achten, dass wir es zumindest auch schaffen, dass wir eben dahingehend als Linke weiterhin stark bleiben, damit wir mit den anderen oder dass sozusagen die anderen an uns nicht vorbeikommen und wir nicht auch die Gefahr laufen, dass möglicherweise wieder andere Konstellationen möglich wären. Ich glaube, da ist es sehr entscheidend auch für uns und das ist eine sehr große Frage auch für uns, wie wir uns da weiter aufstellen. Und ich glaube, es ist, wie gesagt, für uns erstmal ganz wichtig, dass wir versuchen, auf dem Weg stark zu bleiben. Und deswegen müssen wir diese sozialen Fragen immer mitdenken, immer mit artikulieren. Denn das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man da auch irgendwo an der Gefühlsebene auch mit andockt. Denn nicht immer ist für alle sofort erkennbar, was eben beispielsweise der Nutzen ist davon, dass man eben vom Auto wegkommt. Und das müssen wir immer wieder auch transportieren und offen für diese Diskussion sein. Ja, vielen Dank, Christian. Es gab jetzt aus dem Teilnehmerbereich noch eine Frage von Fabian. Und zwar, welche Rolle könnten denn auch die Stadtplanung und die Umweltplanung spielen, um unsere Städte autofrei und eben auch sozial und ökologisch zu machen? Also eine Frage, die auf die Stadtplanung zielt und auch auf den Zusammenhang zur Gestaltung der Wohnkosten, der Entwicklung der Mieten und so weiter. Also wenn Francisco nicht was sagen möchte, also ich habe die Frage jetzt so verstanden, nach der Rolle vor allem auch der Stadtplanung. Ich beziehe das mal auch auf unser Berliner Beispiel. Das ist jetzt ganz spannend, weil es sozusagen reinguckt in die Innereien der Verwaltung. Und als Linke in einer Regierungsverantwortung ist das immer eine ganz große Herausforderung, irgendwo auch dann in der Verantwortung mit einer Verwaltung dann auch gut zu regieren und vor allem dann immer auch mit den Verwaltungen, die unter der sozusagen Führung des jeweiligen anderen Koalitionspartners stehen. Wir hatten ja in Berlin beispielsweise die Situation noch in der letzten Legislatur, dass wir eine sehr, sehr große Verwaltung hatten, die für den Bereich Stadtentwicklung zuständig war. Und dazu gehörte auch genauso die Themen Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Das war eine sehr, sehr große Verwaltung. Und jetzt mit dieser neuen Legislatur haben wir dieses Haus, letztendlich diese Senatsverwaltung, geteilt in eine Verwaltung für Stadtentwicklung und eine Verwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Und das ist ganz spannend, diesen Prozess zu begleiten und zu beobachten, denn es ergeben sich da natürlich irgendwo Reibungsverluste. Und es ist eine ganz, ganz große Herausforderung, diese unterschiedlichen Interessen und Strategien gemeinsam wieder zu verbinden. Und manchmal können sie sich ergänzen, aber manchmal blockieren sie sich auch gegenseitig, weil sie auch nach unterschiedlichen Prämissen funktionieren. Die Stadtentwicklung, die eben sehr darauf setzt, dass eben zum Beispiel Wohnungsneubau betrieben wird. Allein in Berlin machen wir auch gerade das Projekt, also dass wir neue Stadtquartiere ausweisen. Das sind sehr, sehr große Wohnungsbauvorhaben. Das macht die Stadtentwicklungsverwaltung. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch unsere Verwaltung für Verkehr, die eigentlich planen muss, dass diese neuen Quartiere möglichst sozusagen autoarm geplant werden. Also dass wir da schon von vornherein im Grunde Verhältnisse haben, dass wir einen ausgebauten Umweltverbund haben, also dass wir vernünftige Fuß- und Radwege haben und vor allem, dass wir eine gute Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln haben. Und wir sehen gerade momentan die Problematik, dass diese Verwaltungen auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten. Die Stadtentwicklung ist immer sehr weit bei Entwürfen und bei sozusagen Planungen für neue Häuser, auch für gemischte Quartiere mit Gewerbeeinheiten. Und auf der anderen Seite haben wir beispielsweise auch eine Verkehrsverwaltung, die dann oftmals damit nicht Schritt halten kann. Und das liegt an unterschiedlichen Faktoren.
Ein Faktor ist zum Teil auch, dass wir beispielsweise in Berlin eine völlig neue Kultur beim Planen brauchen, weil wir über Jahre hinweg kaum in den Ausbau der Infrastruktur im ÖPNV gesetzt haben. Das heißt also, es gibt dort auch einen enormen Mangel an Personal, an Know-how, und das bringt uns an verschiedenen Stellen in sozusagen, ja, stellt uns vor große Probleme, denn wir wollen ja sozusagen nicht, dass eben so Quartiere ohne eben, sage ich mal, eine gute Anbindung entstehen. Und so verzögern sich auch Wohnungsbauvorhaben, die aber notwendig sind, weil wir das auch brauchen als Berliner. Und insofern ist es eine große Aufgabe für uns als Linke jetzt beispielsweise, dass wir, weil wir zum Beispiel die Stadtentwicklung auch vertreten in der Regierung, dass wir es schaffen, kein Gegeneinander zu produzieren, sondern ein Miteinander. Und das ist eine große Aufgabe und zeigt einfach nur, wie eng verwoben diese Themen sind. Vielen Dank, Christian, auch nochmal für das Eingehen auf die Pfadabhängigkeiten, die wir ja eigentlich auch haben in den Verwaltungen, die ja sozusagen durch eine jahrzehntelange Politik der autogerechten Stadt geprägt sind und deren Folgen wir eben heute noch spüren. Es gab noch eine Frage aus dem Publikum. Ich habe jetzt gesehen, dass unser spanischer Genosse leider nicht mehr online ist. Aber Nuria, vielleicht ist das eine Frage für dich auch. Sie zielt jetzt nochmal auf die Covid-19-Krise und jetzt auf den Herbst und auch den Winter. Habt ihr Vorschläge, was im ÖPNV in Madrid geändert und verbessert werden müsste, um eine hohe zweite Infektionswelle zu verhindern? Das vielleicht als erste Frage. Und dann hätte ich noch mal eine Frage, auch in Ergänzung zu deinem Vortrag. Was hat denn eure Bewegung und euren Kampf in Madrid erfolgreich gemacht? Vielleicht könntest du dazu noch mal was sagen. Vale, respecto a evitar una oleada, si se refiere a una segunda oleada de casos de coronavirus, no está en nuestras manos. No nos dedicamos a la salud pública. O sea, nosotros, bueno, claro, nos preocupamos por la salud de las personas y hacemos lo posible por reivindicamos que haya medidas, sobre todo en calidad del aire o en pesticidas, en calidad del medio ambiente en general, pero no nos dedicamos a las políticas de salud pública en particular. Entonces, no tenemos las propuestas, solo podría decir como ciudadana lo que me parecería, pero no me parece que tenga interés. La segunda pregunta era sobre cuáles podrían haber sido las claves de nuestro éxito. Yo creo que llevamos muchos años trabajando en temas de calidad del aire y ha sido fundamental el estar dando informes de calidad. Producimos informes sobre la calidad del aire en el Estado español en general y en Madrid en particular también hemos hecho mucho foco. Son informes de gran calidad. Normalmente tienen mucha repercusión mediática y tienen mucho interés de la ciudadanía por conocer qué aire respiran. Entonces, esto nos ha ayudado a mejorar la información de la gente durante años y también a mejorar poco a poco la información de los propios periodistas con los que hablamos muy a menudo. Y poco a poco la gente lo ha conocido. Hemos aprovechado también lo poco que se ha ido desarrollando a nivel político, ¿no? Por ejemplo, lo que fueron en Madrid los primeros protocolos para los picos de contaminación, ¿no? Los episodios de contaminación. Los protocolos eran bastante malos, no protegían a la gente de la contaminación, pero sí que era una percha mediática que nos permitía a nosotros salir con mensajes en los medios, nos llamaban para preguntarnos por qué se producía ese pico, qué había que hacer. Y ahí poco a poco ha sido un trabajo muy exhaustivo de muchos años, pero poco a poco hemos conseguido
que el tema de la calidad del aire entrase en las personas, ¿no? Y que la gente se preocupase de ello. Cuando ha llegado a Madrid Central, el tema ya estaba bastante trabajado. Y bueno, creo que también el eco mediático que ha tenido Madrid Central, igual que ha servido para ser, pues es una herramienta arrojadiza en la política, nos ha servido para poder comunicar mucho a la gente y que la gente supiera que era algo que era bueno para la salud pública. Y ahí, o sea, nos hemos enfocado en la salud pública y hemos hecho una plataforma en la que el único objetivo era distintas de diversas índoles que solo que tenían un objetivo común, que era mantener unos niveles de calidad del aire en Madrid razonables, ¿no? O respirables, un aire respirable. Y creemos que ese ha sido el éxito de la movilización social en esta ocasión. No, no sé si puedo decir una cosa. Genau, die Frage war, welche Vorschläge. Lo siento, disculpad, pues estoy en el campo y la conexión es un poco inestable a veces. Con lo que se estaba comentando de qué podemos desarrollar o qué planteamos ante la situación actual con la crisis del COVID-19 delante, ¿no? Como tenemos. ¿Y cómo afecta esto al transporte público? Bien, yo creo que tenemos que ser claros en esto. Y hay un interés, al menos en Madrid, muy claro por parte de la derecha en sembrar la duda sobre la seguridad sanitaria del transporte público. Se lo vemos con continuas declaraciones de los políticos de la derecha sembrándose miedo en el uso del transporte público. Y yo creo que aquí tenemos que ser responsables en la defensa del uso del transporte público. El transporte público puede ser seguro. No hay ningún estudio que identifique el transporte público, ya sea urbano, metropolitano, como foco de extensión de la pandemia. De hecho, hay estudios en Francia y creo que en Berlín también que dicen directamente lo contrario. Bien, ahora bien, hemos visto en Madrid imágenes del transporte público abarrotado completamente. Pero esto es como consecuencia del proceso de desmantelamiento del servicio de transporte público que hay por parte de la derecha en la Comunidad de Madrid. Se desmonta y se eliminan recursos para que parezca que es ineficiente y por lo tanto se desmantele. Nosotros planteamos que se necesita nuevo personal que vele por el control de los aforos en el transporte público. Se tiene que dotar de más unidades que refuercen la flota de autobuses, de metros y de trenes. El transporte público, desde luego, no puede ir por detrás de la demanda ciudadana como está pasando ahora. Otra cosa, el problema del transporte público, al menos aquí en Madrid, no es tanto el precio como el servicio. Es decir, el tiempo que se tarda en realizar los recorridos, que tanto el número de transbordos como las condiciones de los horarios nocturnos, por ejemplo, esto es determinante. Y cuando alguien tiene que hacer un desplazamiento diario, que es la mayoría de los usuarios del transporte público, en lo que se fija pues es en el precio del abono y no en el billete individual. La gente prefiere mejor servicio que le bajen el precio del abono. Eso es así. Aún así, nosotros creemos que hay que tener en cuenta una cuestión con los abonos, y es que en Madrid la tarificación de los abonos va en función únicamente de la edad. Nosotros creemos que hay que tener también criterios sociales, es decir, no puede ser que una persona de más de 65 años, que tenga unos ingresos de 3.000 euros al mes, pague 10 euros, y una persona en paro de 30 años esté pagando mínimo 50 euros por un abono, que se puede extender hasta los 100 euros si esa persona vive en la periferia de la comunidad. Sobre la promoción de la utilización del transporte individual, bueno, pues nosotros creemos que hay que intensificar efectivamente las campañas de este tipo de transporte, mostrar los beneficios de él. Históricamente aquí se ha asumido la hegemonía del coche, como decíamos antes, y la necesidad de hacer un hueco a otros medios, pues bueno, pues hay que disputar esa hegemonía. Pero eso sí, el cuestionamiento de esta hegemonía nos lleva a la disputa no de un huequito, sino de toda la ciudad entera, a replantearla. La velocidad del coche en la ciudad, por ejemplo, es clave para desmontar esta hegemonía. Y aquí se lleva años luchando contra esto, pero hay intereses poderosos de la industria automovilística que lo están torpedeando. Y por último, todas estas medidas de fomento del uso de la bicicleta están genial, el transporte o la peatonalización para el desplazamiento en la última milla están genial,
pero hay que recordar que la inmensa mayoría de los desplazamientos, al menos en nuestra región, son interurbanos. Por lo que aquí nosotros insistimos, el papel del transporte público y la intermodalidad han de ser el foco principal. Ja, danke, Javier. Du hattest es gerade noch angesprochen und die Frage tauchte jetzt aus dem Publikum in verschiedenen Formen auch mehrfach auf. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen und auch du, Christian, zur Frage der Finanzierung. Also es gibt ja in verschiedenen europäischen Städten und auch in anderen Städten außerhalb von Europa Erfahrungen mit kostenlosen bzw. ticketlosen ÖPNV. Es gibt andere Erfahrungen mit der Absenkung von Ticketpreisen. Vielleicht könnt ihr, Javier und Christian, noch mal ganz kurz skizzieren, was da so in der Pipeline ist und ja, und wie sozusagen, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, wie das dann aussehen würde, eurer Ansicht nach. Danke. Und bitte könnt ihr euch ein bisschen kürzer fassen, weil wir jetzt nur noch 2 Minuten haben und dann. Ja, okay, danke schön. Ja, Javier, magst du anfangen? Lo que decía anteriormente, nosotros el modelo que tenemos aquí es la tarificación por edad y creemos que hay que integrar otras variables como es por ejemplo la cuestión social, es decir, esos parados de larga duración, gente bueno, que cumpla una serie de características económicas que pueda acceder a esos abonos de manera mucho más accesible. Gente que esté estudiando no puede ser que se termine en una edad cuando además se van ampliando la edad de estudio de la población más joven. Eso creemos que es fundamental. Pero sobre todo hay una cuestión aquí que es clave y termino, hay que eliminar la sobreprotección del coche y que el coche deje de estar super subvencionado, que es lo que ocurre en la Comunidad de Madrid. Un dato muy, muy rápido. En Ámsterdam o en Copenhague pagan un impuesto de circulación al mes que es la misma cantidad que aquí en Madrid pagamos al año. Cuando deje de estar subvencionado el coche, podremos desarrollar de manera mucho más fuerte el transporte público y que sea mucho más accesible. Gracias. Ja, danke, Javier. Christian, vielleicht kannst du noch ganz kurz eine Bemerkung dazu machen, wie da die Position der Linken ist. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Schluss. Dankeschön. Okay, also was das Thema Tickets angeht, haben wir, was ich ja beschrieben hatte, schon einige Erfolge in dieser Legislaturperiode erreichen können, beispielsweise mit einem billigeren Sozialticket. Aber man muss wissen, wir als Berliner sind ja in einem gemeinsamen Verbund im Tarifsystem mit dem Nachbarland Brandenburg. Und dahingehend haben wir eine Autonomie über die Gestaltung der Preise. Das ist immer ein kompliziertes Verfahren, aber das will ich jetzt sozusagen im Detail nicht erörtern. Es geht ja darum, was bringt die Zukunft? Und da haben wir in der Partei durchaus kontroverse Diskussionen darüber, weil bei einer weiteren Finanzierungssäule, um das Tarifsystem anders gestalten zu können, muss ja auch beachtet werden, welche sozialen Folgen entstehen daraus, weil es wurde da beispielsweise diskutiert, dass wir ein Bürgerticket einführen. Das heißt quasi eine Gebühr, die erst einmal eigentlich alle zahlen müssen, bis sozusagen auf einige andere Gruppen, die beispielsweise aufgrund sozialer Kriterien da nicht darunter zu fassen sind. Und das ist durchaus eine polarisierende Debatte, weil da eben die Frage im Raum steht, wie gerecht ist das dann am Ende, alle da ranzuziehen und dann sozusagen auch einen pauschalen Beitrag zu erheben. In Deutschland haben wir das beispielsweise bei den Rundfunkgebühren so, und das wäre fast ein analoges Modell mit einigen Ausnahmen. Das ist durchaus kontrovers und muss in unserer Partei immer weiter diskutiert werden. Langfristig haben wir einfach das Ziel, sozusagen einen fahrscheinlosen ÖPNV anbieten zu können. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg zu gehen. Ja, vielen Dank, Christian, für die schönen Abschlussworte, ein langer Weg zu gehen. Ich denke, es war eine sehr interessante Diskussion. Wir haben uns ganz konkret damit auseinandersetzen können, wie Linke in Regierungsverantwortung Politik ganz konkret umsetzt, vor welchen Herausforderungen sie steht. Wir haben gehört von zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sehr erfolgreich kämpfen und gekämpft haben und auch weiter kämpfen werden. Wir haben von verschiedenen Mobilisierungsformen gehört und auch darüber gelernt.
Ich denke, es war eine sehr spannende Diskussion. Wir könnten noch eine Stunde bestimmt weiter diskutieren, aber hier in Brüssel ist es jetzt Freitagabend. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den Dolmetscherinnen und Dolmetschern. Ich bedanke mich bei unseren Referenten und Referenten, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu diskutieren. Ich denke, wir bleiben weiter in Kontakt und tauschen uns aus. Und es sind ja noch dicke Bretter zu bohren, aber der Anfang ist gemacht. Und ja, das ist doch ein schönes Aufbruchssignal für die nächsten Wochen und Monate, trotz der Corona-Krise und auch trotz jetzt oder vielleicht gerade wegen der anstehenden Tarifauseinandersetzung, zum Beispiel in Deutschland im öffentlichen Personennahverkehr, zu sagen, da müssen sich die Kräfte bündeln und die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Bündnisse zusammenstehen. Herzlichen Dank an euch alle, auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Und ich bedanke mich auch bei meiner Kollegin Alexandra Späth. Dankeschön, Alexandra. We'll be right back.